Ja, sehr geehrte Frau Bundesministerin Glöckner, Herr Minister Haug, meine sehr geehrten Damen und Herren aus Bundes- und Landtag, lieber Herr Standardbürgermeister, lieber Thomas Nowitzki, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ehren- und Festgäste, 25 Jahre ILR, ein stolzes Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch dem Ministerium für den ländlichen Raum. Herzlichen Glückwunsch Ihnen, Herr Minister Haug. Sie begleiten dieses Programm mittlerweile seit vielen Jahren und haben es zu dem gemacht, was es heute ist. Ein wirksames und starkes Infrastrukturprogramm für die ländlichen Räume in Baden-Württemberg. Um in Ihrem Bild zu bleiben, Sie sind der Maßschneider. Wichtig uns dabei immer, die Maße aktuell aufzunehmen, auf die Bedürfnisse der Städte und Gemeinden immer wieder angepasst einzugehen. Herzlichen Glückwunsch, aber auch uns allen, die wir uns für starke und lebenswerte ländliche Räume in Baden-Württemberg einsetzen. Und die ländlichen Räume im Südwesten sind bemerkenswert wirtschaftsstark und auch darauf sind wir stolz. Ein wesentlicher Grund dafür, der ist schon angeklungen, sind die zahlreichen mittelständischen Unternehmen mit Weltmarktrelevanz, die in Baden-Württemberg über das ganze Land verteilt ihre Firmensitze haben. Gewachsen ist diese Struktur, und das wäre mir wichtig, dass wir uns das bewusst machen, aus dem guten Miteinander zwischen den mittelständischen Hidden Champions und einer erreichbaren und entscheidungskräftigen Kommunalpolitik. Nur so konnte es in den zurückliegenden Jahrzehnten gelingen, den Ausbau dieser dezentralen Wirtschaftsstrukturen bei gleichzeitig hoher Akzeptanz der Bevölkerung zu gewährleisten. Und eben diese Wirtschaftsstrukturen sind heute die Grundlage für den Erfolg im Südwesten. Umso mehr ist es Aufgabe der Politik, diese Grundlage auch für die Zukunft zu sichern. Und die Schlussfolgerung daraus ist, Investitionen in die ländlichen Räume Baden-Württembergs und die Stärkung der Städte und Gemeinden sind immer auch gezielte Investitionen in die volkswirtschaftliche Kraft unseres Bundeslandes. Und sehr geehrte Frau Bundesministerin, uns allen ist natürlich bewusst, dass genau diese Stärke über den Länderfinanzausgleich dann auch in anderen Bundesländern ankommt und nach der jüngsten Anpassung sogar im erhöhten Maße. Und gerade deshalb will ich bei Ihnen ausdrücklich dafür werben, auch künftig alle ländlichen Räume im Bundesgebiet gezielt zu unterstützen und zu fördern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der ländliche Raum ist also ein Erfolgsfaktor in Baden-Württemberg und das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum leistet hierzu einen wirksamen und zukunftsweisenden Beitrag. Zuletzt konnte dieser mit einem Rekordfördervolumen von 90 Millionen Euro erbracht werden und die damit ermöglichte Realisierung kommunaler, privater und auch unternehmerischer Projekte im Rahmen des ELR steht für das überwältigende Engagement der Akteure vor Ort. Und auch beim ELR gilt der Grundsatz, die Städte und Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind. Denn letztlich wird Politik unabhängig von der Frage, wer regelt und wer finanziert, vor Ort konkret und für die Menschen erlebbar. Und mit dem ELR kann diese Erlebbarkeit in besonders positiver Weise umgesetzt werden. So konnten in den letzten 25 Jahren viele gute und bedeutende Infrastrukturprojekte in die Wirklichkeit versetzt werden. Die Förderung von 246 Bäckereien, 182 Metzgereien, 30 Bädern, 309 Dorfgemeinschaftshäusern, 194 Dorfläden und Arztpraxen und Dorfgaststätten und die 12.000 geförderten Wohnungen und 39.000 neu geschaffenen Arbeitsplätze sprechen dabei für sich. Kurz gesagt, Herr Minister, wenn es das ELR nicht gäbe, dann müssten wir es dringend erfinden. Das Land Baden-Württemberg und insbesondere das Ministerium für den ländlichen Raum ist aber auch in anderem Kontext ein starker Partner der Städte und Gemeinden und auch des Gemeindetags. Sie haben diese Kooperationen angesprochen. Ich möchte sie jetzt nicht wiederholen. Aber daher will ich dem Ministerium für den ländlichen Raum und Ihnen, sehr geehrter Herr Minister, sehr herzlich für die gute und für die erfolgreiche Zusammenarbeit danken. Danke für die Kontinuität, für die Verlässlichkeit und für die Kraft, mit der Sie die ländlichen Räume in Baden-Württemberg unterstützen. Ich bin mir sicher, dass wir gerade in Zeiten in und nach einer Pandemie gesamtgesellschaftlich darauf angewiesen sein werden, intakte Stadt- und Ortsgemeinschaften über das ganze Land zu haben, die imstande sind,
manche Herausforderungen auch aus der Eigenverantwortung heraus zu meistern. Danken will ich aber auch ausdrücklich den Städten und Gemeinden, denn sie leisten tagtäglich einen Kraftakt, um im ganzen Land möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse auf hohem Qualitätsniveau zu ermöglichen. Und sie erbringen dazu einen erheblichen finanziellen Beitrag. Einerseits in Form der nominal immer größer werdenden Eigenanteile und andererseits aus den Mitteln des kommunalen Investitionsfonds im Finanzausgleich, aus denen ein großer Teil der ELR-Förderung finanziert wird. Das Ergebnis gibt uns allen recht und lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Glöckner, sehr geehrter Minister Haug, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, jeder Euro, den Bund und Land an die Städte und Gemeinden geben, ist ein gut investierter Euro. Und dies gilt sowohl für die finanzielle und zweckungebundene Grundausstattung der Kommunen als auch bei der Eröffnung von Förderprogrammen. Bund und Land haben für das Jahr 2020 bewiesen, dass sie dies in der aktuellen Krisenzeit beherzigen. Gewerbesteuerkompensation und die Stabilisierung der Schlüsselzuweisungen sind kräftige und wirksame Maßnahmen. Vielen Dank dafür. Erlauben Sie mir, dass ich darauf hinweise, zum Füßeküssen ist angesichts der AHA-Regelungen momentan nicht die gebotene Zeit. Aber Sie wissen auch, Dank ist immer die stärkste Form der Bitte. Und im Namen der Städte und Gemeinden darf ich Sie deshalb bitten, die Bedeutung der Kommunen als Stabilisatoren von Wirtschaft und Gesellschaft auch in den nächsten Jahren gezielt im Blick zu behalten und kräftig zu unterstützen. Denn handlungsfähige und gestaltungsfähige Kommunen sind die Garanten für das Allgemeinwohl und damit auch für den gesellschaftlichen Frieden und Zusammenhalt. Oder die Städte und Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind. Lassen wir sie also auch die Zukunft im Dorf gestalten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und allen ELR-Beteiligten herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Jubiläum.